Ich glaube schon. Bin mir nicht ganz sicher, aber das erinnert mich so hart an das hier. Ey, mit deinem komischen Drecks. Regenschirmchen da. Kommen wir da hin? Ja, Tatsache. Ich dachte, da kämen wir nicht hin. Dwight. Haben wir noch ein Edelsteinchen vergessen? So, ab ins Wasser. Hui. Mein Handy hat vibriert. Oh, und ich freue mich schon so hart auf Crash Bandicoot Insane Trilogy. Das wird so geil. Das wird so übelst hart geil. Ach ja. Das wird toll. Ich bin so übelst gehypt auf das Spiel, ne? Das ist unfassbar. Schon seit Anfang an und ich habe gedacht eigentlich, ich könnte nicht noch gehypter werden, aber doch. Wahrscheinlich wird es dann genauso komisch bei mir laufen, dass ich wieder sagen so, ey, das ist voll scheiß Spiel, die haben die Steuerung geändert. Das war genauso bei New and Tasty, da habe ich mich auch am Anfang voll aufgeregt, wie die das machen konnten, dass man mit Quadrat durch die Türen geht. Wie kann man das bitte machen? Man muss nach oben drücken, um durch die Tür gehen und nicht Quadrat. Ich glaube, es war Quadrat. Ja, aber dann nach einer Zeit, wenn man sich dann doch dran gewöhnt hat, war es dann doch ganz okay. Aber ich finde es halt schade, dass sie das mit der Steuerung geändert haben. So, hier gibt es dann auch noch dieses dumme Dreckslevel. Das richtig dumme Dreckslevel. Aber es gibt noch ein beschissenes Dreckslevel, von daher. Mit Stanley? Heißt er so? Dieser komische... was ist das denn? Hallo, wie komme ich hier raus? Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier alles abgefackelt habe. Nee, aber ich glaube, hier gibt's. Nee, ich glaube, hier gibt's nichts dafür, dass wir das machen. Ich habe hier eben irgendeinen Satz angefangen, den ich nicht fertig geführt habe. Tut mir leid. Ich weiß auch nicht mehr, wie der war. So, auf jeden Fall, da hinten ist eine schöne Vase. Das mache ich eigentlich hier ganz gerne. Das ist, ich habe drei gedrückt. Dieses Vasenspielchen mache ich eigentlich ganz gerne. Wo bin ich? Ach du Scheiße. Ich hätte doch lieber mal mit dem Spacken da oben reden sollen. So, erstmal mit ihmchen sprechen. Es wäre uns eine Ehre, wenn du dies hier als Zeichen unserer Anerkennung annehmen würdest. Tom. Oh, die Fluchtbrücke. Warum habe ich nicht eher daran gedacht? Ich werde sie sofort öffnen. Nee. Ich muss mal gerade was trinken. Denn Trinken ist bei diesem Wetter draußen, was wir da haben, sehr wichtig. Sonst vertrocknet man. Wie ein Regenwurm, der nachts über die Straße gekrochen ist und dann morgens nicht schnell genug wieder in die Erde kam. Dann da schön knusprig braun gebraten wird auf dem Asphalt. Genauso geht's mir dann auch, wenn ich nicht genug trinke.
Okay. Nee, Bradley? Stanley? Der heißt nicht Stanley, der heißt anders. Wie heißt du? An alle Abenteurer, es gibt hier keinen Yeti und es hat auch noch nie einen gegeben. Das ist nur eine Legende, jedenfalls für euch, die Zauberin. Auf jeden Fall ist es ein Yeti. So weit sind wir schon mal, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Stanley? Ach, guck mal, ein Eierdieb ist ja auch noch. Dann machen wir erstmal einen Eierdieb. Oh, wo läuft der denn? Ach, da oben. Wo läuft der denn hin? Du willst nicht ernsthaft einmal durchs komplette Level laufen, oder? Tatsache. Das ist ja unfassbar. Wie soll ich da denn rankommen? Oh nein, ich will jetzt nicht hoffen, dass ich gleich den Edelstein nicht mehr krieg. Weil der Typ ist nämlich von der Brücke runtergebackt irgendwie und dann in Brückenpfeiler stecken geblieben. Geht doch. So, bitte, 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 bitte. Pee-wee! Auf jeden Fall, wir können sowieso hier noch nicht alle Edelsteine holen. Deswegen... ne. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Ich hoffe trotzdem nicht, dass... oh nein, der hängt da. Oh nein. Ich lade mich erstmal auf. Ich hoffe mal, dass ich den da noch rauskrieg. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Ach man, Spiel, was machst du denn mit mir? Ich tue mich mal gerade hier opfern. Okay, das geht. Der hängt da wirklich mittendrin. Vielleicht ist er ja jetzt wieder da. Oh, bitte, 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 bitte. Okay, ich habe ihn noch nicht da gesehen. Yes! Das war noch ein Zehner, ey. Alter Falter. Okay, dann machen wir jetzt hier dieses wundertolle Shooter-Spielchen. Rail-Shooter-Teil. Aber hier können wir auch, glaube ich, keine Edelsteine einsammeln. Bitte hilf uns, Spyro. Meine Freunde wollen nach einer langen Schicht auf den Feldern nach Hause, aber diese elenden Rhinoxe stoßen sie immer um. Kannst du die Panda-Arbeiter retten? Ja, ich kann's probieren. Aber sicher. Spring bitte auf. Pass auf, dass du die Rhinoxe röstest und nicht meine Freunde. Ja, ja. Ich habe noch überall Haare an mir kleben, merke ich. Nein! Beim nächsten Mal wärst du es nicht. Ja. Ja, ja. Es sind, glaube ich, zwei Runden, die wir hier fahren müssen. War sehr gut.
So, und jetzt kommen die vom Himmel geflogen, glaube ich. Nein. Nein. Nein, ihr Wichser. Ja. Laber mich nicht voll. Warum muss dieses dumme Boot überhaupt hier rumfahren? Gib mir einfach einen super Flug und dann ist gut. Es reicht voll und ganz. Kurven sind eigentlich mit am angenehmsten, weil da das Boot quasi immer kurz stehen bleibt. Okay. Hier kommen wieder welche. Sehr gut. Waren das alle? Nee, da kommen nochmal welche. Nein! Ah, das waren die letzten! Oh Mann! Oh, das war ein bisschen laut, tut mir leid. Ja, ist gut. Ich mag sowas nicht. Also wenn das dann so mit... Dennis hatte mal sowas gehabt, er für... für so Rail-Shooter. Das waren so komische zwei Stäbe mit irgendwelchen Sensoren dran. Die hat man dann neben den Fernseher gestellt und da hat man so ein so eine Pistole gehabt mit einem Laser dran und ich weiß nicht, ob der den Laser erkannt hat oder was auch immer. Auf jeden Fall war das nicht wie bei NES, wo dann kurz mal der Bildschirm irgendwie so kurz schwarz wurde und man hat dann ein weißes Kästchen gehabt. So war das nicht, sondern es war halt viel besser. Auf jeden Fall, sowas mag ich, wenn man dann wirklich mit Pistolen da rumhantiert, weil man da halt auch schnell reagieren kann und so. Aber das hier ist einfach nur ätzend. So, ich glaube, das war's. Ja. Bitte nimm dieses glänzende Ei, es wird dir Glück bringen. Dankeschön. Rusty. Rusty Krusty. So, ja, genau, schick mich einfach nach draußen. Ist okay, wenn du nicht mehr mit mir reden willst. Aber wir können jetzt nach Hause. Wir haben jetzt ja eigentlich nichts mehr. Nur noch hier ollen Bradley, Stanley, Brad, Brotbacke, keine Ahnung. So, ab nach Hause. So, dann hätten wir jetzt den... Ach Gott, wie heißt's? Lass uns zum Kreisel gehen. Nee. Will nicht. Nein. Noch nicht. Das ist eine tolle Musik. So, Bauernring, genau. So, machen wir den Bauernring, dann machen wir den Boss, dann machen wir Sparks, hoffen, dass wir das angezeigt bekommen, wo wir hin können. Also, dass wir angezeigt bekommen, nicht wo wir hin können, sondern wo die anderen Edelsteine liegen. Aber ich glaube, wir kriegen jetzt nur noch mal von wegen, ja, hier, Sparks kann jetzt noch weitere Edelsteine aufnehmen, die von dir entfernt liegen. Ich glaube, das ist das. Ich denke mal, wir kriegen erst nach Gartenstadt. Kriegen wir, glaube ich, erst das Zeug.